TISA, das Trade in Services Agreement, das soll den internationalen Handel mit Dienstleistungen neu regeln. Dabei geht es nicht nur um Wasser-, Gesundheits- oder Energieversorgung, sondern auch um Internetdienste und die Frage, welche Daten dürfen da ungehindert zwischen Staaten hin und her fließen. Die USA haben in den Verhandlungen eine klare Position. Die wollen natürlich einen möglichst freien Transfer. Unsere europäischen Datenschutzvorgaben sind da im Grunde genommen nur im Weg. Die USA. Sie nehmen es eher locker mit dem Datenschutz. Sie schreiben ihren großen Internetkonzernen im Silicon Valley nicht vor, welche Informationen sie über ihre Kunden sammeln oder was sie damit alles anstellen dürfen. Mit ihren Apps, Internetseiten oder Geräten erreichen Google, Facebook und Co. hunderte Millionen Menschen. Und verdienen viele Milliarden Dollar. Die US-Regierung will, dass das so bleibt. Auch in Europa machen die US-Konzerne ein Riesengeschäft, bisher ebenfalls fast unreguliert. Sie profitieren davon, dass der Datenschutz hier einem Flickenteppich gleicht. Die Mitgliedstaaten der EU konnten sich immer noch nicht auf einen gemeinsamen Standard einigen. Und genau das könnte zum Verhängnis werden bei den Verhandlungen zum Dienstleistungsabkommen TISA, dem Trade in Services Agreement. Denn die USA scheinen ihre Chance zu wittern, mit TISA ein für alle Mal jeden Datenschutz in Europa zu verhindern, der ihren Internetkonzernen das Leben schwer machen würde. Was bedeutet das für die Menschen hierzulande? Schon jetzt greifen die US-Konzerne bei uns Massen an Daten ab. Wem wir Nachrichten schreiben, wo wir uns aufhalten, wie wir im Netz surfen, was wir einkaufen. Im Endeffekt werden sie aus, um Daten zu verkaufen und damit Geld zu verdienen. Also man weiß ja, dass auch das, was man schreibt, auch nachgeguckt werden kann. Und ich glaube, dann ist es schon mein ganzes Leben irgendwie. Wenn ich zum Beispiel was bei Amazon suche, sehe ich zwei Tage spätestens danach bei Facebook irgendeine Anzeige über genau dieses Produkt. Machen wir genug Sport? Leben wir gesund? Auch das geben wir preis. Und das ist zum Beispiel für Versicherungen hochinteressant. Und Geheimdienste wie die NSA greifen die Daten sowieso gerne ab. Ein bisschen mulmig finde ich da schon, wenn ich mir überlege, was die vielleicht dann, was alles für Möglichkeiten bestehen könnten, von denen man jetzt vielleicht keine Ahnung hat. Über einen strengeren europäischen Datenschutz wird seit Jahren verhandelt. Er würde den Menschen mehr Sicherheit bieten. Doch nun könnte das Dienstleistungsabkommen TISA dem zuvorkommen. Die Verhandlungsrunde trifft sich in der australischen Botschaft in Genf. Hinter verschlossenen Türen gibt es offenbar schnelle Fortschritte, aber Transparenz, Fehlanzeige. Doch es gab eine Panne. Vor ein paar Monaten gelangten vertrauliche Dokumente der US-Regierung an die Öffentlichkeit. Sie belegen, dass es ein Verhandlungsziel der USA ist, den Datenschutz in Europa auf Dauer so schwach zu halten, wie er derzeit ist. Aus den Papieren geht hervor, die USA wollen, dass ihre Konzerne Nutzerdaten weiter unbehelligt über Landesgrenzen hin und her schieben können. Zitat: Kein Unterzeichner darf einen Dienst der Anbieter eines anderen Unterzeichners daran hindern, Informationen zu übertragen, auf sie zuzugreifen, sie zu verarbeiten oder zu speichern. Das schließt persönliche Daten mit ein. Das wäre ein Freifahrtschein für Internetgiganten. Warum legen die USA auf Datenschutz weniger Wert? Der Ford-Manager Bernhard Mattes ist Chef der amerikanischen Handelskammer in Deutschland. Er vertritt hierzulande die Interessen von US-Unternehmen auch in Sachen TISA. Die amerikanische Unternehmenskultur sieht zuerst die Chance und dann das Risiko. Und die Amerikaner haben hier klar gesagt, hier gibt es Chancen. Wir können zusätzliche Services, zusätzliche Angebote machen, wenn wir mit den Daten, die vorhanden sind, noch mehr und noch besser umgehen können. Die Internetaktivisten von Netzpolitik sehen das anders. Für sie überwiegen bei den US-Vorschlägen die Risiken. Also unsere Forderung ist, dass diese internationalen Abkommen, vor allen Dingen mit den USA, nicht zu einer Aushöhlung unserer Grundrechte und unserer Datenschutzrechte in der EU führen dürfen, sondern wenn, dann geht es ja eher darum, Souveränität im digitalen Zeitalter zurückzugewinnen gegenüber US-Datenkonzernen, die mit unseren Daten eigentlich machen, was sie wollen. Aus Sicht der Netzaktivisten müsste Europa bei den TISA-Verhandlungen hart bleiben und jeden Vorschlag ablehnen, der wirksamen Datenschutz verhindern würde. Aber ob das passiert?
Ein Interview bekommen wir von der EU-Kommission dazu nicht. Schriftlich versichert man uns, Zitat: Die EU wird weder bei TTIP noch bei TISA Vereinbarungen unterzeichnen, die bestehende oder zukünftige Datenschutzregeln der Europäischen Union beeinträchtigen könnten. Wirklich? Auf der Republika in Berlin, dem wichtigsten Kongress für Internetthemen. Dort treffen wir den Netzexperten der Grünen, den Europapolitiker Jan-Philipp Albrecht. Er verhandelt seit Jahren an der umfassenden EU-Datenschutzreform mit. Er bezweifelt, dass die EU-Kommission bei TISA wirklich standhaft bleibt. Ja, wir haben derzeit die Situation, dass der EU-Datenschutzstandard, den wir gerade erreichen wollen, schon wieder unterwandert wird durch diese Handelsverhandlungen, insbesondere durch TISA, wo man schon sehr weit ist in den Verhandlungen und wo die Amerikaner es eben schaffen, mit der Unterstützung von einigen asiatischen Partnern den Europäern Druck zu machen, von ihrem Datenschutz sozusagen abzuweichen. Für die europäischen Bürger steht bei TISA viel auf dem Spiel, die Hoheit über ihre eigenen Daten. Aber ob die EU für ihren Schutz eintreten wird, ist unklar. Setzt sich die US-Regierung durch, gehören die Internetgiganten im Silicon Valley auf jeden Fall zu den großen Gewinnern von TISA.